Gott redet auf vielfältige Weise, aber ich muss lernen, die Art und Weise, die mir entspricht, herauszufinden und vielleicht dann auch noch mit anderen zusammen zu erkennen und zu deuten, was bedeutet jetzt das Reden Gottes, und am Ende etwas zu tun, wo ich einen Eindruck habe, das ist jetzt dran. Das meiste beim Beten ist ja, dass wir Gott Dinge erzählen. Wir beten für andere Leute oder vielleicht klagen wir auch unser Leid, vielleicht danken wir auch. Aber hörendes Gebet geht davon aus, dass Gebet nicht eine Einbahnstraße ist, sondern eine Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, Gott redet und wir reden. Und von unserer Seite aus ist die größte Herausforderung, die Technik oder die Art des Hörens einzuüben und rauszufinden, auf welche Art und Weise, auf welchem Kanal redet Gott. Ich will es mal vergleichen. Im Moment um uns rum sind Radiowellen, Fernsehwellen, Internet, aber ich kriege von denen nichts mit, weil ich nicht die richtige Antenne habe. Aber wenn ich die richtige Antenne habe, die richtigen Empfangsgeräte, dann kriege ich mit, was um mir herum läuft, um mich herum läuft. Und bei Gott ist es ganz genauso. Gott redet, aber ich muss es lernen, auf ihn zu hören. Es ist eine Frage letztlich der Übung. Und ich habe persönlich erlebt, ich bin verheiratet mit meiner Frau zusammen, mir gemeinsam Zeit zu nehmen, eben nicht nur Listen abzubeten, sondern zu hören. Wir machen das auch in unserer Kleingruppe, dass wenn irgendjemand vor einer Entscheidung steht, dass wir so eine Zeit der Stille haben und dann uns fragen, was ist dran? Und wenn mehrere Leute einen ähnlichen Eindruck haben, dann ist das für uns immer ein starkes Zeichen, das ist wirklich jetzt Reden Gottes und nicht nur die Idee von einem Einzelnen. Ja, das Unterscheiden lernen, was ist meine eigenen Wünsche, was ist Gottes Wille, braucht Zeit, braucht Erfahrung. Aber erstmal würde ich eine Sache sagen, das muss kein Gegensatz sein, die Wünsche, die ich in meinem Herzen habe und das, was Gott will. Es gibt den Vers in dem Psalmen, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das bedeutet, wenn mein Herz so auf Gott ausgerichtet ist, dass ich wirklich ihn suche, dass ich ihm gefallen will, dass ich ihm dienen will, dass ich anderen Menschen dienen will, dann wird er in mein Herz Wünsche hineingeben, die mir einfach helfen zu erkennen, was ist mein Platz. Auf der anderen Seite ist die beste Testmöglichkeit, was ist von Gott, die Zeit. Also im Nachhinein oder über einen längeren Zeitraum können wir am besten erkennen, was von Gott ist. Unsere Erfahrung, wir waren in Afrika 16 Jahre, war, dass wir, bevor wir rausgegangen sind, nicht so die volle Sicherheit oder Gewissheit hatten, dass das unser Platz ist. Aber schon so nach einigen Monaten, halbes, dreiviertel Jahr, hatten wir den Eindruck, jetzt sind wir genau am richtigen Platz. Von daher, man muss manchmal auch einen Weg in das Unbekannte gehen und merkt dann, wie Gott das bestätigt. Ja, es hilft erstmal aufzuschreiben, wenn man Impulse von Gott bekommen hat, die aufzuschreiben, weil manchmal vergisst man das einfach. Und oft ist es gut, bevor ich was Neues mir vorstelle oder nach was Neuem suche, dass ich erstmal gucke, was hat denn Gott bisher gesprochen? Inwiefern hat sich das umgesetzt? Was ist noch offen davon? Und dann ist eine gute Möglichkeit, andere zu fragen. Ich habe meine Frau erwähnt, wir beten eben oft gemeinsam um Führung für uns selber, für unsere Kinder, für die Gemeinde, für unseren Dienst. Und manchmal können Außenstehende es leichter erkennen, was dran ist, als wir selber, weil wir irgendwie zu stark innerlich involviert sind. Von daher auch dieses Beispiel nochmal aus der Kleingruppe, wenn wir mit 4, 5, 6 Leuten reden und 2, 3 einen ähnlichen Eindruck haben, das ist dann für mich selber eine große Bestätigung. Ich habe mir das nicht einfach nur ausgedacht, sondern das ist wirklich von Gott her dran. Also die Berufung ist sicher mal der erste ganz große Schritt, wo es überhaupt darum geht, gehe ich in einen Auslandseinsatz oder bleibe ich hier? Und da zu wissen, Gott führt mich Schritt für Schritt und andere bestätigen das, ist eine super Grundlage. Und ich persönlich erlebe das, habe das erlebt in Tansania und erlebe es auch jetzt, auch bei Sitzungen in Leitungsteams, dass wir uns bewusst Zeit nehmen zu fragen, was ist dran? Und dass wir dann auch miteinander, manchmal von sehr unterschiedlichen Ecken her, zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen. Und das ist für mich dann ein starkes Zeichen dafür, da
hat Gott uns geführt. Und ich wünsche mir, dass das ganz häufig passiert, also nicht nur alle paar Jahre mal, sondern jede Woche, jeden Monat. Ich glaube, jeder ist in der Lage, zu hören, zu lernen, so wie ich das vorhin gesagt habe mit den Radiowellen oder Internet. Du brauchst das richtige Empfangsgerät, und das erste wichtige Empfangsgerät ist ein gehorsames Herz, also ein Herz, das bereit ist, das auch zu tun, was Gott sagt. Wenn Gott uns ständig Dinge sagen würde und wir tun gar nichts davon, ist das auch, sage ich mal, von Gottes Seite aus Verschwendung. Dagegen, wenn wir einen Impuls von Gott empfangen, den umsetzen, wird Gott auch gerne uns weitere Impulse geben können. Und von daher ist die Frage des Gehorsams enorm wichtig, damit ich immer wieder solche Erfahrungen mache und darin dann auch wachse.